Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir über das Haus in der Römerstraße 128 in Stuttgart sprechen, das den meisten von Ihnen wahrscheinlich eher unter dem Kürzel R128 bekannt ist, dann muss ich weiter ausholen und die Dekade vor dem Bau des Gebäudes beleuchten, weil dort unterschiedliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich gemacht habe, konstituierend waren für die Gestaltung, sowohl in architektonischer wie auch in konstruktiver Art und Weise. Eine der wesentlichen Komponenten des Gebäudes, wenn ich auf die technische Ebene zunächst mal referenzieren darf, ist die Tatsache, dass es vollkommen rezyklierbar ist. Und das geht zurück auf eine Erfahrung meinerseits, als die Bundesregierung in Deutschland von der Automobilindustrie forderte, dass ab einem gewissen Datum die Autos mit einer Rücknahmegarantie zu versehen seien und dass ein gewisser, relativ hoher Prozentsatz dieser Fahrzeuge rezyklierbar sein soll. Die deutsche Automobilindustrie hat daraufhin gleich ihren potenziellen Untergang angekündigt, heftigen Widerstand geleistet und ich habe als junger Doktorand mir überlegt, wie ist es eigentlich im Bauwesen und warum spricht man nicht über rezyklierbare Gebäude und was für einen Ressourcenumsatz hat das Bauwesen eigentlich? Zur damaligen Zeit gab es noch kein Internet, zumindest kein frei zugängliches Internet. Und die gesamten Informationen über die Fragestellung, was ist die Recyclingquote des Bauwesens, wie groß ist der Energieverbrauch, wie groß ist der Ressourcenverbrauch, wie groß sind die Emissionen, die beim Bauen und beim Betrieb der Gebäude entstehen, da war man im Grunde genommen nur auf relativ wenig bis gar keine Literatur im internationalen Umfeld angewiesen. Das Bild, das große Mosaik, das diesen Zustand aufzuzeichnen hätte, bestand im Grunde genommen nur aus wenigen Steinchen. Das Gesamtbild ließ sich nicht erkennen, also machte ich mich auf den Weg und begann das zu recherchieren. Und kam alsbald zur Erkenntnis, dass Recyclingquoten im Bauwesen etwas waren, worüber man nicht sprach, weil man es eins, ad eins, für irrelevant hielt und ad zwei gar nicht über die Datenlage verfügte, um darüber sprechen zu können. Im Laufe der Zeit fand ich aber heraus, wie groß der Ressourcenverbrauch des Bauwesens tatsächlich ist, wie groß das durch das Bauwesen bewirkte Emissionsvolumen, die benötigte Energie zur Herstellung und zum Betreiben der Gebäude und wie groß das durch das Bauwesen verursachte Abfallaufkommen denn tatsächlich ist. Und die Ziffern waren so groß, dass ich alsbald beschloss, mich näher mit der Technologie des recyclinggerechten Bauens und des materialsparenden Bauens zu beschäftigen. Mit Leichtbau hatte ich mich immer schon beschäftigt. Das war das große Faszinosum meiner Jugend und meiner Studienjahre. Und dem Leichtbau bin ich im Grunde genommen auch mein ganzes Leben treu geblieben. Leichtbau war damals und ist es heute noch die ganz große Kunst. Weil wenn man so leicht bauen kann, dass man kein Kilogramm oder kein Gramm mehr von einem Gebäude oder einer Konstruktion weglassen darf, dann ist es gleichbedeutend mit der Tatsache, dass man alles, was die technischen Konstituenten so eines Gebäudes ausmacht, perfekt beherrschen muss. Die hohe Kunst also. Jetzt aber kam ein ganz anderer Aspekt für den Leichtbau ins Spiel, nämlich das umweltschonende, ressourcenarme Bauen. Nicht notwendigerweise ein Hightech-Bauen mit Hightech-Materialien, weil es ginge auch um Rezyklierbarkeit, wodurch beispielsweise eine ganze Reihe von Baustoffen wie kunststoffgetränkte Faserverbunde etc. zumindest mal mit einem Fragezeichen zu versehen waren. So hielt ich dann bereits 1992 die wahrscheinlich weltweit erste Vorlesung über recyclinggerechte Architektur und habe das kombiniert mit dem materialsparenden Bauen. Als ich dann das Glück hatte, ein Grundstück an einem Steilhang des Stuttgarter Talkessels erwerben zu dürfen, war natürlich klar, dass das Haus, was man dort für sich baut,
ein Manifest der eigenen Gedanken war. Und es war klar, dass es ein Haus sein wird, das Material minimal ist und das 100% recycelbar ist, etc. Und am Anfang, am Beginn der 90er Jahre, war es auch klar, dass es ein Haus sein sollte, das möglichst wenig Energie verbraucht. Und ich stellte diese Forderung aber, möglichst wenig Energie verbraucht, in einen erweiterten Kontext aus meiner Beobachtung der sogenannten Passivhaustechnik, die für ihre Zeit sicherlich eine angemessene Lösung war, die aber nach meinem damaligen und auch heutigen Dafürhalten nicht die richtige Lösung ist. Es war eine Lösung für eine Zeit, als man keine andere Lösungen hatte. Weil was man ja tut, ist, dass, oder tat damals, dass man sich dick einpackte. Also wie ein Kaffeekannenwärmer wurde das Haus verpackt, die Fenster, alles wurde relativ luftdicht. Und um irgendwelche Fördergelder zu bekommen, musste man sogar einen Luftdichtigkeitstest passieren lassen. Und ich sagte mir damals, ob ich in einem luftdichten Haus leben möchte, mit Sicherheit nicht. Und ich sagte mir damals, als die Fenster immer kleiner wurden und die Rahmen immer dicker, ob ich in so einem Haus leben möchte, wo man gar nicht weit hinausschauen kann, mit Sicherheit nicht. Und ich erinnerte mich an Nietzsches Zarathustra, der mit seinem Begleiter durch ein Dorf lief und sagte, was sind dies für kleine Häuser mit ach so kleinen Fenstern, können hier große Geister wohnen? Und dann habe ich das gemacht, was ich häufig mache, dass ich genau das Gegenteil von dem gedacht habe, was üblich ist. Ich habe also gesagt, wie wäre es, wenn man statt einem Passivhaus, das irgendwo passiv herumsteht, ein Aktivhaus macht? Ein Aktivhaus, das auf die Veränderungen des Außen und des Innen eingeht, das mit einer gewissen Logik, den Begriff Intelligenz verwende ich bei Maschinen nicht, das mit einer gewissen Logik beispielsweise Energie gewinnt und speichert und abgibt so, dass man möglichst wenig externe Energie beziehen muss, ja idealerweise sogar in der Bilanzierung eines Jahres ein Null-Energie-Haus hat. Und es wäre natürlich faszinierend, dachte ich mir, wenn man ein Haus hat, das in der Jahresbilanzierung keine Energie verbraucht, dann könnte man ja eigentlich auch ein Haus bauen, das keinen Schornstein hat. Ein Haus ohne Schornstein, also ein emissionsfreies Haus, das war mir damals klar, ist eigentlich auf der technischen Ebene das Ziel aller Ziele. Also waren die technischen Randbedingungen, die technischen Konstituenten dessen, was es zu entwerfen galt, relativ klar und sie waren, zumindest für die damalige Zeit, relativ radikal. Nämlich ein Haus zu konzipieren, das möglichst wenig Material hat für Konstruktion und Gebäudehülle. Ein Haus zu konstruieren, das möglichst 100% rezyklierbar ist. Ein Haus zu bauen in einem im Sommer doch warmen und im Winter auch doch beträchtlich kalten Stuttgart, das keinen Schornstein hat und das in der Jahresbilanz auch keine Energie verbraucht. Nun liegt das Grundstück in der Römerstraße 128 an einem sehr, sehr steilen Hang, der um 35 Grad im Durchschnitt gegen die Horizontale geneigt ist. Bauen ist in diesem mit Knollenmergel besetzten Gebiet, in dem es weit in der Tiefe ein paar relativ bröselige, brüchige, statisch nicht sonderlich feste Felsbänke gibt, alles andere als einfach. Ich habe mich das aber trotzdem getraut und habe mich in dieses Abenteuer begeben, wobei klar war von Anfang an, dass in einem solchen Steilhanggrundstück, bei dem man bei schönem Wetter und sauberer Luft 40, 50 Kilometer weit schauen kann, weit über Stuttgart und weit über die nördlichen Vororte einschließlich Wüstenrot hinaus bis nach Ludwigsburg und weiter, dass man dort eigentlich ein Haus bauen muss, das gar keine Fenster hat. So ein Haus, das komplett aus Glas besteht. Und dann kam mir in Erinnerung mein alter Jugendtraum, nämlich einmal auf einer grünen Wiese in einer Seifenblase zu leben. Und weil ich nicht in der Lage war, im Jahr 1999 ein Haus zu planen, das die Form einer Seifenblase hatte
und thermisch trotzdem so gestaltet war, dass man darin sinnvoll leben könnte, ist es nun eine kubische Seifenblase geworden, in der man wunderbar leben kann und in der man im Grunde genommen auch keine Bilder aufhängen darf, weil die umgebende Natur ist Bild genug und alles, was man sich an die in dem Haus nur ganz wenig vorhandenen vertikalen und nicht transparenten Flächen hängen könnte, würde eigentlich sofort in einen Streit, in einen Widerstreit, in einen sehr unangemessenen Wettbewerb mit der umgebenden Natur treten. Nachdem wir also beim Erstbezug alle unsere Bilder in das Haus hineingeschafft haben, haben wir sie auch wieder hinausgeschafft, weil es machte einfach keinen Sinn. Hineingeschafft haben wir sie deshalb, weil ich mit den meisten Malern, von denen ich Bilder erworben hatte, eng befreundet war und bin. Und diese Maler natürlich auch erwarteten, dass in meinem zukünftigen Lebensraum ihre Bilder hängen würden. Aber es ging nicht. Man lebte, und das tue ich jetzt seit dem Jahr 2000, seit April 2000, inmitten der uns umgebenden Natur, in einer relativ minimalen Ausstattung des Gebäudes. Es gibt dort keinerlei Schnickschnack, Nippes oder Ähnliches. Es ist eine geradezu mönchische Minimalität. Es ist aber auf der anderen Seite eine absolute Opulenz, weil sie leben in einem Reichtum der Natur, der unglaublich ist und der alsbald dazu führte, dass ich mir gar nicht, dass wir, die ganze Familie, uns gar nicht vorstellen konnten, jemals noch anders zu leben. Neben diesen optischen Integration der Umgebung in das Gebäude, nach dem sich Entbergen des Gebäudes nach außen, also ein Zustand der vollkommenen Durchsichtigkeit, kam natürlich ein weiteres hinzu, nämlich nicht nur das Leben mit der lebenden Natur um uns herum, seien es Füchse oder Dachse oder Eichhörnchen oder Bäume, Gräser und Ähnliches, sondern es kam dazu das Leben mit der Luft, weil das Gebäude eben nicht luftdicht versiegelt ist, sondern wir typischerweise in der Zeit von März bis Ende Oktober viele Fenster und Türen offen haben, sodass wir die Luft innen so riechen, wie sie außen riecht. Und dass die Lufttemperatur innen nur geringfügig sich unterscheidet von der Temperatur außen. Und dass man das Außen im Innen hört und umgedreht. Und dann merkten wir alsbald, dass wir eigentlich keine Armbanduhr mehr brauchen. Also ich habe schon seit dem Jahr 2000 keine Armbanduhr mehr, weil man auf eine geradezu instinktive Art und Weise die Tageszeit abzulesen gelernt hat an der Farbe und an der Intensität des Lichts außen, also der Sonne. Und das gibt einem, wenn man in diesem Haus lebt, fundamentale Verbundenheit mit dem Außen, mit dem, was den Menschen in seiner Kapsel, in seinem Habitat, in dem ihn beherbergenden und gleichzeitig auch entbergenden Zustand umgibt. Jetzt ist das Haus vielfach kommentiert worden und bewertet worden und es ist viel darüber berichtet worden. Wahrscheinlich über kaum ein anderes Wohnhaus der Neuzeit wurde so viel geschrieben und Filme gedreht. Rund um die Welt kamen die Fernsehanstalten und haben das Haus gefilmt. Samstagabends um 21 Uhr versuchten italienische 70 Jahre alte Architekturprofessoren mit ihren Studierenden hangaufwärts das Haus zu fotografieren und zu inspirieren. Es sind Leute über Zäune geklettert, über die sie besser nicht hätten klettern sollen. Es haben morgens, Sonntagmorgens um 5 Uhr, also Sonntagmorgens um 5 Uhr, Leute geklingelt und auf meine Frage über die Sprechanlage, wer ist da, kam dann das Echo, ja, wir sind Studenten aus Moskau und wir möchten Haus sehen. Und ich sagte, wissen Sie, dass es 5 Uhr ist? Dann daraufhin kam die Antwort, ja, wir sind schon seit 3.30 Uhr da, wir sind mit dem Zug gekommen. Und hier außen ist es so kalt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann warten Sie jetzt noch mal 10 Minuten und dann dürfen Sie auch hereinkommen, lauter junge, nette Architekturstudenten. Dann haben dann eben an einem Sonntagmorgen um 5 Uhr x, sagen wir mal 6 Uhr, in dem Haus Kaffee getrunken.
Also viele, viele solche Begegnungen aus Neugierde, aus fachlichem Interesse gab es. Manchmal waren die Leute eingeladen, manchmal waren sie nicht eingeladen. Es war sehr interessant. Und natürlich gibt es auch Geschichtchen noch und nöcher, wie beispielsweise dann in einer total sauberen Baustelle, wo eine Bodenplatte betoniert wurde und dann wurde die gesamte landschaftliche Gestaltung arrondiert. Und dann war mein Ziel, dass das Haus innerhalb von 10 Tagen gebaut wird, bezugsfertig. 10 Tage nach Fertigstellung der Bodenplatte. Und am Tag Nummer 1 ruft meine Frau mich an und sagt, der Unternehmer hat dann doch wieder zu viel versprochen, weil die Stahlkonstruktion ist soeben angekommen, aber das sind maximal 20% aller Bauteile. Und ich war dann ganz entsetzt und bin mir von meinem Büro hingefahren auf die Baustelle und habe nachgezählt und es war alles. Weil der gesamte Stahlbau dieses Gebäudes wiegt eben nur 10 Tonnen. Um Ihnen einen Vergleich zu geben, das gesamte Haus Römerstraße 128 oberhalb der Fundamentkante der Bodenplatte wiegt nicht einmal 40 Tonnen. Und 40 Tonnen für ein Haus dieser Größenordnung sind ungefähr 16% dessen, was ein konventionell errichtetes Haus gleicher Größe an Tonnage aufweisen wird. Wir haben also 1/6 der Materialtonnage lediglich verwendet und eigentlich geht auch nicht weniger. Die Fußböden sind nur 60 mm dicke verleimte Holzbretter. Außer der Stahlkonstruktion gibt es im Inneren nichts. Es gibt eine Außenfassade, ein Dreifachglas, auf das ich vielleicht noch zu sprechen kommen werde. Allein die äußere Glashülle wiegt 20 Tonnen. Und wenn Sie jetzt noch 3 Tonnen Holz für die Fußböden nehmen und 10 Tonnen Stahl für die tragende Konstruktion, dann ist Ihnen klar, dass der Rest in ganz wenig ist und in ganz wenige Bauteile hineingeht, wie beispielsweise einen zweigeschossigen, mit einem gebürsteten Aluminiumblech verkleideten Sanitärbereich, in dem sich im Geschoss Nummer 2 eine Toilette und eine Dusche befindet und eine Waschgelegenheit für die Eltern. Und in der Etage Nummer 3, also im 2. Geschoss dieses Kubus, den Sie im Bild sicherlich schon identifiziert haben, befindet sich dann die Gästetoilette. Das ist alles, mehr braucht man nicht. Und es sind nur 15% dessen, was man benötigt. Und dann ist natürlich auch klar, dass der gesamte Stahlbau für so ein Gebäude auf einen Sattelschlepper passt und dass auch die Holzplatten für die Decken auf einen LKW mittlerer Größenordnung passen. Mit dem Glas ist es auch nicht viel anders und das ist es dann. Das Gebäude hat auf dem Dach und auf einem kleinen Gartenhaus neben dem Gebäude und auf der Doppelgarage eine Belegung mit Photovoltaikzellen, die eine enorme Menge an Strom produzieren, mit dem das Gebäude betrieben wird und bei Stromüberschuss wird der dann in das Netz eingeleitet. Das Gebäude hat 4 Geschosse. Und die Decken dieser Geschosse bestehen aus einer Verblendung, aus einem gefalteten Aluminiumblech, das quasi von unten gegen die Holzdecken geklipst wurde und in diese Aluminiumbleche integriert, das heißt nur eingelegt, damit man das bei einem eventuellen Abbau auch wieder entsprechend sortenrein trennen kann, befinden sich viele 100 Meter eines Kupferrohrs, das in einer wendelartigen Form dort eingelegt wird zur Maximierung der Oberfläche dieser Kupferrohre, weil durch die fließt warmes oder kaltes Wasser, je nachdem, ob man eine Deckenheizung oder eine Deckenkühlung haben möchte. Setzen wir mal voraus, wir sind im Sommerfall und wir kühlen, was natürlich auch im Winter passieren kann. Also in dem Gebäude müssen Sie, sobald die Sonne scheint, selbst bei Außentemperaturen von minus 10 Grad kühlen, weil dieser Sonnenlichteinfangeffekt entsprechend groß ist. Dann fließt kühles Wasser durch die Deckenelemente, kühlt das Haus und wird durch diesen Kühlvorgang natürlich warm. Das so erwärmte Wasser geht dann über einen Wärmetauscher, wird quasi sein, die Wärme wird ihm entzogen und die entzogene Wärme geht in einen 10.000 Liter Wassertank, dessen Temperaturen dann immer irgendwo zwischen 10 Grad und 85 Grad pendeln, je nachdem, wie viel Wärme denn man dort eingespeichert hat. Und diese Wärme, die dort drin ist, die nutzen wir dann zum Heizen.
und aufgrund der hervorragenden thermischen Eigenschaften der Fassade mit einem U-Wert von 0,44, was damals und wahrscheinlich wie heute noch eine absolute Sensation ist, hat das Gebäude entsprechende thermische Qualitäten. Wie entsteht so ein U-Wert von 0,44? Nun, mit einer Verglasung, die damals im Jahr 2000 zum ersten Mal in der Welt eingesetzt wurde. Es ist eine Dreifachverglasung. Es gibt eine Innenscheibe, eine Außenscheibe und die Scheibe zwischendrin ist jetzt nicht eine Glasscheibe, sondern es ist eine Kunststofffolie. Die Kunststofffolie eines Herstellers dieses Produktes aus Kalifornien, der die Folie aufgrund von Herstellungsprozessrandbedingungen, die Folie wird im Vakuum mit einer ganz dünnen oder mit mehreren ganz dünnen Metallschichten bespattert, also es werden dort quasi molekülstarke Metallschichten aufgebracht. Sie kennen alle diese Folie. Wenn Sie beispielsweise einen Blumenstrauß kaufen und lassen ihn in eine Glanzfolie einpacken, dann sehen Sie diese Folie im Licht manchmal bläulich, grünlich, gelblich schimmern. Und genau das ist diese Folie, von der ich spreche. Und diese Folie hat eine unglaubliche Infrarot-Low-Emissivity, das heißt, sie lässt Wärme nicht durch. Diesen Effekt kennen Sie alle beispielsweise von einem Bügeleisen, bei dem Sie ja auch nie wissen, wann das Bügeleisen so auf dem Bügelbrett steht. Ich weiß ja nicht, manche von Ihnen bügeln vielleicht noch, ich mache das relativ regelmäßig. Dann wissen Sie ja nie, ob das Bügeleisen warm ist oder nicht. Und die Hausfrau tupft dann immer erst mit der Zunge an den Finger und dann mit dem Finger an das Bügeleisen, weil dieses Bügeleisen, obwohl es 200 Grad warm ist, bei einer Annäherung der Hand nicht spüren lässt, wie warm es ist. Es hat nämlich keine Wärmeabstrahlung. Überstrahlung, über Kontakt sehr wohl, aber nicht über Strahlung. Zumindest sehr minimal. Und dieser Effekt, der findet in den äußersten atomaren Schichten der Oberfläche des Bügeleisens statt. Den gibt es bei Aluminium oder bei Edelstahl beispielsweise. Und genau diesen Effekt macht man sich zunutze, wenn man diese Kunststofffolie bespattert. Dann lässt sie nämlich sichtbares Licht durch, aber Infrarotlicht oder Infrarotstrahlung nicht. Und man setzt diese beschichtete Seite der Folie auf die richtige Position innerhalb des Fensters bringen oder der Verglasung, dann verliert das Haus keine Wärme und ist dann entsprechend gedämmt. Und die Zwischenräume zwischen der Innenverglasung, der Kunststofffolie und der Außenverglasung sind mit Krypton gefüllt und das führt zu diesem phänomenalen U-Wert von 0,44. Es führt natürlich auch zu anderen Effekten. So hat beispielsweise eine Bekannte von uns mal bei einem nahegelegenen Gemüseladen, betrieben von einem Italiener, der zu völlig überhöhten Preisen seine Gemüse verkaufte, aber tolle Umsätze machte, weil er die vielen Witwen in der Siedlung immer mit Donna, Belladonna und Ähnlichem ansprach und die Damen also lieben gern zu ihm kamen, eine Stunde verweilten und sich loben ließen wegen ihrer Schönheit und wegen ihres Alters und dafür auch gerne bezahlten. Und da erzählte dann einfach einmal eine Frau, ja, ihr Mann, der sei ja Jäger. Jetzt nicht mehr, aber früher, und er verfügte über eine ganze Reihe von hervorragenden Ferngläsern. Aber beim Sobek, das ist jetzt die verkürzte Erzählform dieser Dame, beim Sobek sieht man nicht ins Haus. Und sie wollten immer schon wissen, was wir denn abends in diesem Haus machen. Worauf sich dann der Mann ein sündhaft teures Gerät kaufte, O-Ton, so wie die Amerikaner im Irak. Da ist alles nur schwarz und neongrün. Und mit dem würden sie seither bei den Nachbarn in die Häuser gucken und würden äußerst interessante Dinge sehen. Aber beim Sobek sieht man gar nichts. Da ist alles nur ein schwarzes Rechteck. Und diese große Enttäuschung, die dieser Mann erfahren musste, als er versuchte, bei mir nachts ins Haus hinein zu spionieren, die liegt natürlich genau daran, dass diese Folie die von mir geschilderte Beschichtung hat, also keine Wärme durchlässt, das Gebäude kaum Wärme abstrahlt und schon gar nicht irgendwelche Konturen erkennen lässt zwischen stärker und weniger Wärme abstrahlenden Teilen oder Menschen oder sonstigem Innenraum des Hauses. Also das war dann für mich auch der Beweis, dass man nachts nicht ins Haus hineinschauen kann, was mich eigentlich nie sonderlich interessierte, aber man hat eben auch diesen Beweis dann mit sich genommen. Und so gäbe es viele Geschichtchen zu erzählen über dieses Haus.
in dem wir nun seit mehr als 20 Jahren wohnen und von dem man, wenn man einmal dort gewohnt hat, nie mehr ausziehen möchte. Natürlich hat die Überlegung, die hinter dem Ganzen steckt, nämlich das Bauen in einer mit der Natur kompatiblen Weise. Ich sage immer, nicht homo mensura ist, nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern ich sage, natura mensura ist, die Natur ist das Maß aller Dinge. Das heißt, bei all unserem Tun und Handeln müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir die die uns umgebende Natur nicht verletzen oder in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen, weil wenn diese uns umgebende Natur nicht mehr funktioniert, dann können wir auch nicht funktionieren. Die Erde, die sogenannte kritische Zone, die braucht den Menschen nicht, aber wir brauchen die Erde und diese Zone. Also natura mensura. Und so ist das Haus dann eben auch gebaut. Material minimal, vollkommen rezyklierbar, ohne Schornstein, Energie minimal. Und natürlich ist das Haus auch so gebaut, dass es auf der architektonisch-optisch-gestalterischen Art und Weise, auch auf der psychologischen oder manchmal auch psychotherapeutischen Art und Weise, wie es eben da nun belebt ist und belebt werden kann, ein großer Schritt nach vorne war. Weil viele Prinzipien, und das ist nicht nur die klassische Moderne, hören Sie sich die Reden von Frank Lloyd Wright an über organische Architektur, lesen Sie Gropius, reden Sie oder lesen Sie Mies und hören sich all diese Dinge an, dann ist es genau das, was wir dort realisiert haben. Und zwar noch viel radikaler als die großen Meister zuvor. Es ist das Hineinfließen des Außen in das Innen und es ist das Hinausfließen des Innen in das Außen. Es ist die Luftdurchströmung, es ist das Riechen der Luft, es ist das Erspüren der Feuchte. Auf einmal braucht man keine Uhr mehr und auf einmal wacht man nachts auf und man riecht den Regen. Das sind alles Erfahrungen, die vielen von uns, zumindest war das bei mir so, obwohl ich in der Provinz aufgewachsen bin, in großem Umfang abhanden gekommen sind. Und auf einmal sind sie wieder da. Und es ist eine Steigerung der Lebensqualität. Und häufig taucht die Frage auf, wie kann man jetzt in einem Haus so exponiert leben? So, da kann ja jeder hineinschauen. Und ich sage, nun gut, das Lebensglück, das ich hatte, ist, dass wir keine direkten Nachbarn haben an diesem Steilhang, die in das Haus hineinschauen könnten. Und wenn, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Und wenn so ein Haus in einer innerstädtischen Konfiguration zu bauen wäre, egal ob ein Familien oder 20 Familien oder 1000 Familien, dann muss es ja vielleicht auch nicht an allen Ecken und Enden so transparent sein, weil dieses Entbergen des Außen, des Innen nach Außen, ist ja vielleicht auch manchmal etwas, was der Außenbefindliche gar nicht erleben will. Insbesondere in der Wahrnehmung von Intimitäten von anderen Leuten oder nicht sonderlich ästhetisch gestalteten Körperformen. Dieses Innen nach Außen, dieses Leben mit dem Licht, dieses Leben mit der Luft, mit der Feuchte, mit den Tönen, das war mir absolut wichtig. Und dann passierte mal was ganz Interessantes. So nachdem ich ungefähr ein Jahr in dem Haus wohnte, hielt ich einen Vortrag am ZKM in Karlsruhe, organisiert von Peter Weibel. Und es war ein Wintertag und ich war damals noch so gepolt, dass ich da mit dem Auto hinfuhr. Heute ist das überhaupt nicht mehr erklärlich, wie man sowas tun kann. Auf jeden Fall, ich fuhr mit dem Auto und aufgrund des schlechten Wetters war ich zu spät. Und ich kam 30 Minuten zu spät und ich dachte schon, jetzt werde ich ausgepfiffen und alles ist ganz schlimm. Und ich betrat den Hörsaal und der Hörsaal war weitestgehend dunkel. Und Peter Weibel begrüßte mich, stellte mich kurz vor und ich hielt einen Vortrag, in dem das damals frisch bezogene Haus mit einem gewissen Architektenstolz natürlich auch, ich würde mal sagen, 10-15% des Vortragsinhalts darstellte. Und ich redete gegen ein im Dunkeln sitzendes Auditorium. Ich konnte nicht viel erkennen, was für Menschen da saßen. Ich wunderte mich, dass in den ersten 2-3 Reihen, wo man die Gesichter noch erkennen konnte, mehrheitlich ältere Menschen saßen. Der Rest war aber ganz weit weg, aber man wusste, das Auditorium ist voll und viele Leute standen an den Wänden und in den Gängen. Und als dann das Licht anging, stellte ich fest, es ist mindestens 50% ältere Menschen, die aus Interesse
an diesem der Öffentlichkeit zugänglichen Vortrag gekommen waren. Der Rest waren Studierende, dann gab es eine Diskussion. Natürlich gab es irgendwann mal die Frage, die ich dann nie mehr hören konnte, nämlich wie putzt man all das Glas von außen und von innen? Gerne gestellt von älteren Damen. Und dann kam eine Frage, die auf das Wohngefühl abzielte. Dann habe ich das nochmal geschildert, so mit diesem Weitblicken und Licht durchflutet. Und dann meldete sich ein älterer Herr und sagte: Herr Sobeck, entschuldigen Sie, ich bin der hier ansässige Ordinarius für Psychotherapie. Und das, was Sie jetzt soeben geschildert haben, auch in Ihrem Vortrag, mit vielen Sätzen aus Ihrer Position heraus, das fassen wir Psychotherapeuten in einem einzigen Satz zusammen. Und jetzt ist man ja jemand, der exponiert auf einer Bühne steht und der konfrontiert ist mit Hunderten von Fachleuten, die man ja alle nicht unterschätzen darf, ob ihres Wissens, natürlich verunsichert, wenn jemand sagt, na Herr Sobeck, Sie brauchen 10 Minuten, um einen Sachverhalt zu erklären, den ich in einem Satz zusammenfasse, und wartete jetzt schon, was da kommt. Da sagt er, schauen Sie, es ist ganz einfach, das, was Sie hier gebaut haben, ist ein Antidepressivum. Da sagt er, mein tägliches Leben ist im Wesentlichen damit geprägt, dass immer mehr schwer depressive Leute in meine Praxis kommen, in meine Klinik, und wir häufig nicht mehr wissen, wie wir einen Heilungsprozess einleiten können, weil wir die Ursachen für diese schwere Depressionen nur sehr schwierig herausfinden können in zeitlich langwierigen Prozessen. Aber eins, sagt er, ist eine Standardrezeptur, die hilft immer und die hilft schon mal ganz kräftig. Nämlich, wir sagen diesen Leuten, ziehen Sie die Vorhänge weg von den Fenstern, schauen Sie, dass Sie einen weiten Blick bekommen und machen Sie die Fenster auf, damit Sie in frischer Luft atmen und leben. Und das, was unser Rezept Nummer 1 in der Therapiephase ist, das ist das, worin Sie den ganzen Tag leben. Und deshalb fühlen Sie sich auch so wohl. Nun gut, dann hatte ich da diese Bestätigung und hatte eine wissenschaftliche, psychotherapeutisch korrekte Interpretation, warum es mir so gut geht. Ich erinnere mich dann häufig, wenn ich in dem Haus sitze und arbeite oder vielleicht auch manchmal so der Blick in die umgebenden Bäume geht oder über die Vögel, die das Haus umkreisen, wobei man interessanterweise, weil das Haus am Steilhang steht, viele der Flügel dieser Vögel von oben sieht und dann interessante Zeichnungen bei Mäusebussarden und anderen erkennen kann. Da erinnere mich häufig eines Gedichtes, das Bertolt Brecht schrieb in einem seiner Erstlingswerke, und das heißt Baal. Baal ist ja verfilmt worden auch und Rainer Werner Fassbinder spielte die Hauptrolle in seinen Jugendjahren, als er noch nicht zu dieser Regiegröße aufgestiegen war, die das deutsche Kino ja ganz entscheidend in den 70er Jahren geprägt hat. Und in diesem Baal gibt es manche Gedichte, die sind nicht ganz meisterlich und manche sind ein bisschen keck und frech, aber eines fällt mir dem Kontext immer ein, wo Baal sagte: Im Tanz durch Höllen und gepeitscht durch Paradiese, erfüllt von Güssen unerhörtem Lichts, träum ich gelegentlich von einer grünen Wiese mit blauem Himmel drüber und sonst nichts.